Red Bull. Schon lange geht es nicht mehr nur um diese Dose. Kein Wunder. Viele mögen den Geschmack des Energy Drinks auch gar nicht, sollen bereits interne Umfragen vor der Markteinführung im Jahr 1987 ergeben haben. Um zu verstehen, wie diese Marke trotzdem so erfolgreich werden konnte, muss man dennoch dem Weg der Dose folgen. Dafür können wir jedoch nicht in Europa bleiben, sondern müssen uns zunächst auf eine Reise nach Südostasien begeben. Hier wächst vor langer Zeit ein kleiner Junge namens Chaleo Yovitiya auf. Seine Familie ist bitterarm und lebt von traditioneller Entenzucht. Schon früh müssen die fünf Geschwister mit anpacken. Viel ist über Chaleos Werdegang nicht bekannt und nicht alles lässt sich vollständig überprüfen. So sagt man, dass er die Schule damals nur bis zur 5. Klasse besucht haben soll, um seine Eltern noch mehr bei der Entenzucht zu unterstützen. Bis ihm sein Bruder schließlich eine Stelle als Verkäufer besorgt. Doch der Betrieb geht irgendwann pleite und Chaleo als junger Mann in die Hauptstadt Thailands. Hier soll er zum ersten Mal kleine Erfahrungen als Unternehmer gesammelt haben, als er realisiert, wie teuer die sogenannte Jackfrucht dort gehandelt wird. Chaleo weiß, dass er sie auf dem Land deutlich günstiger bekommen kann und wittert ein gutes Geschäft. Blöd nur, dass er sich vorher nicht ausreichend über den richtigen Erntezeitpunkt informiert und seine Ware deshalb nicht los wird. Doch daraus lernt er. Führe kein Geschäft, wenn du keinen Hintergrund oder nicht genug Erfahrung darin hast. Studiere es in jeder Dimension, sonst bist du verloren. Vorbei also mit Früchten oder Enten, Chaleo sucht sich nun ein lukrativeres Geschäftsfeld, bildet sich weiter und vertreibt fortan Antibiotika. Diesmal wird er damit wohl genug Erfahrungen gesammelt haben, denn in den 50er Jahren gründet er sein eigenes kleines Pharmaunternehmen. Zu seinen Produkten gehören unter anderem Schmerztabletten und Ohrentropfen, aber auch ganz normale Drogerieartikel wie Shampoo oder Zahnpasta. Dass er letztere mit einer Lizenz aus Europa einführt und dadurch den Kontakt zu einem tüchtigen Österreicher knüpfen wird, soll sich später noch einmal richtig lohnen. Aber zunächst weckt das Produkt eines thailändischen Mitbewerbers seine Aufmerksamkeit. Lipovitan. Ein belebendes Getränk, das besonders unter wohlhabenderen Büroangestellten beliebt gewesen sein soll. Erneut wittert Chaleo ein gutes Geschäft und wird sich wohl gefragt haben, lässt sich etwas Ähnliches nicht vielleicht auch an ärmere Menschen verkaufen? Aus dem überstürzten Handel mit den Früchten ist er inzwischen schlau geworden, also nimmt Chaleo den Drink seines Pharmakonkurrenten nun vorerst ganz genau unter die Lupe. Und das wahrscheinlich richtig intensiv, denn zwischen der Einführung von Lipovitan und Chaleos Getränk liegen über 10 Jahre. Doch 1976 ist es endlich soweit und Kreting Deng erscheint auf dem thailändischen Markt. Übersetzt bedeutet das übrigens so viel wie roter Bulle. Um tatsächlich eine andere Kundschaft zu erreichen, lässt sich Chaleo einen besonderen Marketing-Move einfallen und geht damit ein großes finanzielles Risiko ein. Zur Einführung seines Getränks verschenkt er über 1 Million Fläschchen an arme Arbeiter, Bauern, Lkw-Fahrer und so weiter. Außerdem sorgt er mit einem Preis von umgerechnet 27 Cent dafür, dass es sich wirklich jeder Thailänder leisten kann. Und das funktioniert. Kreting Deng sorgt schnell für große Umsätze, Chaleo denkt schon bald an Expansion. An der Stelle kommt wieder der tüchtige Österreicher ins Spiel, der Chaleo ja bereits seit einiger Zeit mit Zahnpasta beliefert. Sein Name? Dietrich Matteschütz. Auch wenn die beiden sich da schon länger kennen, ranken sich viele Mythen darüber, wie genau Dietrich auf Chaleos Getränk aufmerksam wird. Fest steht jedoch, dass er davon ziemlich begeistert ist und Chaleo mehrere Jahre lang um die Erlaubnis bittet, Kreting Deng selbstständig auf den westlichen Markt zu bringen. Doch der zögert. Was den damals fast 40-jährigen Dietrich überhaupt antreibt, seine sichere und bestbezahlte Stelle als Marketingdirektor aufgeben zu wollen? Seine ganze Karriere über hatte er bis dahin nur als Angestellter etablierter Unternehmen gearbeitet. Warum wollte er nun plötzlich sein eigenes Ding machen? Auch darüber lässt sich nur spekulieren, doch als ihm Chaleo nach gewohnt langer Bedenkzeit 1984 endlich zusagt, gibt es für ihn kein Zurück mehr. Dietrich kündigt folglich seinen Job, um sich von nun an nur noch seinem Start-up zu widmen.
Als ebenso großer Marketingprofi wird wohl auch er gewusst haben, welche 4 Schritte laut wissenschaftlicher Modelle notwendig sind, um sein junges Unternehmen zum Erfolg zu führen. Erstens muss das Produkt natürlich für den westlichen Markt vorbereitet werden. Kräting Deng soll fortan also einfach Red Bull heißen. Das Logo bleibt gleich, nur die Formel wird leicht verändert und so zum Beispiel bisher fehlende Kohlensäure hinzugefügt. Zweitens braucht seine Ware natürlich auch einen guten Preis. Dietrich will schließlich, im Gegensatz zu Celeo, viel Geld im Premium-Segment verdienen. Warum also nicht einfach eine neue Produktkategorie namens Energy Drink erfinden und mit einer verhältnismäßig kleinen Dose die großen Kostenunterschiede verbergen? Drittens muss der künftigen Kundschaft auch klar werden, warum sie Red Bull überhaupt kaufen soll. Doch wie der Name Energy Drink schon vermuten lässt, will Dietrich versprechen: Schluss mit Müdigkeit. Trinkt Red Bull und ihr könnt euch sofort besser konzentrieren und mehr leisten. Der Geschmack soll ihm als Werbebotschaft nicht so wichtig gewesen sein. Was für ihn zählte, war die Wirkung zu transportieren, behaupten Insider. Doch der bedeutendste Baustein auf dem Weg zum Erfolg ist für Red Bull viertens die Promotion. Nach 3 Jahren Tüftelei bringt Dietrich die Dose 1987 auf den österreichischen Markt. Um Red Bull bekannt zu machen, lässt er sich, ebenso wie Celeo, einige Marketing-Moves einfallen. Angefangen bei kleinen Sportevents, die Dietrich zu Beginn noch persönlich kontaktiert und beliefert, wo der Eindruck entsteht, wer Red Bull trinkt, ist vermeintlich zu Höchstleistungen fähig und wird zudem als Held gefeiert. Über die Belieferung verschiedener Nachtclubs und der daraus bald folgenden Mundpropaganda, wer Red Bull mit Alkohol mischt, könne in rauen Mengen saufen, scheinbar ohne betrunken oder müde zu werden. Bis hin zur Tatsache, dass der Energy Drink in Deutschland wegen einzelner Inhaltsstoffe nicht so schnell zugelassen und dadurch übergangsweise zur Schmuggelware wird, sorgt das alles schließlich für Red Bulls Durchbruch im Westen. Sowohl Celeo als auch Dietrich wurden schlussendlich zu Milliardären, die vieles verbindet. Vor allem aber die Tatsache, dass sie erst auf Umwegen mega erfolgreich wurden, hinterlässt den Eindruck, dass man sich wohl sogar als Bulle zunächst die Hörner abstoßen muss, bevor einem etwas Flügel verleiht. Warum Red Bull und andere Energy Drinks aber auch schon lange kritisiert werden, erfahrt ihr bei Reporter. Und eine weitere spannende Biografie ist hier ebenfalls verlinkt. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograph.